Okay. Weiter geht's mit einem frischen Paar Dark Souls 3, meine lieben Freunde. Oh my god. Oh yeah! Here we go. Let's do this. Wobei, halt, ich will mich noch mal ganz kurz im Raum umgucken. Da irgendwas habe ich da doch erhascht. Oder? Nee. Kann ich hier irgendwas? Das Ding kenne ich doch. Das Ding kenne ich. Das ist doch The Lord Wessel, das Herrschergefäß. That's right. Aus dem ersten Teil. Holy shit. Yep. Das muss das sein. Das sieht hundertprozentig danach aus, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber da könnt ihr mir ja nochmal Bescheid geben. Aber ich denke ja. Oh mein Gott, guckt euch das an. Wow. Hohe Mauer von Lothric. Das ist eher ein hohes Schloss von Lothric. Oh my god. Wow. Ich bin gerade echt gestunt, meine lieben Freunde. Gestaggert. Stagger for the win. Stagger for the win. Alright. Das sieht echt nice aus. Da muss ich doch erstmal, you know, warte, so. Yeah. So sieht das gut aus. Alright, weiter geht's. Ich denke mal, manche von euch wissen schon, was ich gerade gemacht habe. Jawohl. Ein kleines Picture. So sieht es aus. Leuchtfeuer, sehr gut. Hier seht ihr aus. Okay, cool. Ist es eigentlich jetzt wie im zweiten Teil, dass, wenn ich jetzt das Leuchtfeuer entzünde, er speichert? Oder muss ich mich ransetzen, um zu speichern? Das ist jetzt auch eine gute Frage, ne? Aber um sicher zu gehen, werde ich es wie im ersten Teil machen. Ich werde mich ransetzen. Definitiv. So sind wir definitiv auf der sicheren Seite. Richtig. Und die Stühle hier, was machen die Stühle hier draußen eigentlich? Oh, hello. Nix Geheimes? Nö. Oh, toll, Leute. Ich bin immer noch mega mächtig aufgeregt, ey. Das ist unglaublich. Okay, da geht's nicht lang. Wir haben hier zwei Wege. Einmal durch und einmal durch. Wir gehen mal hier lang. Wir gehen erstmal hier lang. Oh, hey, Buddies. Wen betet ihr denn an? Wollt ihr auch so eine Statue werden, oder was? Ich will auch sowas werden, ja. Tut ihr mir was? Ne, die tun mir ja gar nichts. Aber du tust mir was, oder? Yep. Oh. Oh, Alter, die Reaktion von denen, wenn er angreift. Habt ihr gesehen? Oh mein Gott, nein, er greift an. Wie geil ist das denn? Fuck you. Ich möchte nochmal was testen, und zwar... Hat er jetzt nicht noch ein anderes Moveset? Ne? Okay, dafür hat jetzt die Ausdauer nicht gereicht. Nochmal. Okay, nice. Hey, parieren jetzt, komm. Oh yeah, auf Ansage. Like a pro, motherfucker. Yeah. Oh, der nächste. Jump attack. Oh nein. Yeah, noch gut rausgekommen. Oh, oh. Berserker hier nicht rum. Komm jetzt auf. Sehr gut. Ja, dann ist jetzt, also, jetzt der Feuerbandschrein, sage ich mal, ja, man kann sagen, Nexus 2.0, ne, weil in Dark Souls 1 war ja Feuerbandschrein, ich sag mal, integriert im Spiel. Wisst ihr, wie ich meine? Also, das war ja nicht separat, dass man dann da hinreisen musste, sondern das war halt im Spiel drinne. Und hier denke ich mal nicht, dass man zu Fuß jetzt zum Feuerbandschrein kommt. Ich denke mal, da kann man sich nur hinspawnen lassen, wie halt damals bei Demon's Souls, beim Nexus. Richtig. Nexus. Das ist so eine Falle. Ja. Yep. Ich gehe erstmal oben lang. Ha! Gay! Fuck you! Gib mir deine Seele. Der wacht doch bestimmt auf, wenn ich da unten lang gehe, oder? I don't think so. Die praisen den Drachen. Hier, guckt euch's an. Die praisen den Drachen. Okay. Du kriegst erstmal... Yeah. Okay, du bist down.
Noch mehr? Oh, hier, die Leuchtenden, die greifen mich an, ja. Das ist mir eben gerade schon aufgefallen. Die leuchten immer so komisch hier. Hey, Jungs. How you doing? Ist jetzt natürlich auch sehr schlau, beim Drachen einfach mal an den Fuß zu kitzeln. So, glückele. Oh mein Gott. Wir haben hier ein Item. Brandbomben, 3 Stück, okay. Ich habe die mir jetzt auch schon mal hier ein Schnellmenü gemacht, weil ich mal wissen will, wie die halt hier in dem Teil wirken. Oh, da ist ein Weg. Können wir uns mal merken. Da geht's auch nach oben. Oh mein Gott, hier sind so viele Wege wieder. Wenn die mich erstmal nicht angreifen, gehe ich erstmal nach oben, weil da sind Gegner. Ich nehme schon 10, habe ich euch. Ja, erst, Keule. Ja. Das war, glaube ich, die falsche Richtung, oder? Nicht gut. Nicht gut von dir. So, und da habe ich da oben noch diesen Lackaffen sitzen sehen. Der leuchtet, also lebst du noch. Ja. Jetzt nicht mehr. Oh, Item. Items sind gut. Gib mir das Ding. Fernglas. Okay, cool. Und ist es genauso, dass man das hier, wie war das denn früher? Unter Waffen, glaube ich, ne? Ja. Oh. Okay, dann ist es jetzt unter ein Item. Also, nicht Waffenslot, sondern Itemslot sollst du benutzen. Ha! Cool. Oh, wieder die alte Funktion mit ranzoomen und so. Geil! Das nehmen wir aber jetzt mal wieder raus aus der Schnellwahl, weil ihr kennt mich, wenn ich da mal wieder voll in der Hektik bin. Zack, voll den Zoom und dann kriegen wir den gezoomten Tod oder so. Das wollen wir doch gerne verhindern. So, jetzt seid ihr dran, weil wegen Seelen. Ich nehme jede Seele mit. Fuck yeah. Ist die Frage, weil der Drache scheint wirklich tot zu sein, also. Ja. Also gehe ich mal von aus. Ist jetzt, Hello, Dragon. Hier, darf ich den mal. Ja, ne? Nice. Der war dir eh im Weg, ne? Jetzt hast du wieder freie Sicht, genau. So, okay. Okay, da geht's eine Treppe runter, hier geht's eine Treppe runter, oh my god. Warum gibt's denn hier schon 5000 Wege? Oh, da leuchtet was. Ja, dich dahinter sehe ich doch. Du Lump. Du Lump. Du Lump, komm her. Ja. Versteckst dich hinter deinem Schild? Oh, ich wollte gerade zutreten, aber er hat trotzdem geschlagen, naja. Whatever. So weit, so gut. Oh, da ist einer aufgestanden. Guten Morgen, mein Freund. Guten Morgen. Wird Zeit, sich wieder schlafen zu legen. Jawohl. Good night. Bye, bye. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Brandbombe. Okay, warum gibt es hier so viele Brandbomben? Das ist doch schon wieder irgendwas Verheißungsvolles, oder? Also wenn man immer so viele Sachen kriegt, gleich zu Anfang, dann heißt es doch eigentlich, dass man sie irgendwann dann demnächst benutzen sollte. Oh, hello, buddy. Hey, du. Oh, der ist aber größer als die anderen bis jetzt. Hilfe. Den will ich nicht bekämpfen. So, hier geht's jetzt runter. Hier ist ein Item. Ich möchte jetzt doch nochmal erstmal hier lang. Und dann hier die Treppe. Aber ich glaube, dann komme ich zu diesem großen Typen, der da gerade unten war, ne? Kann das sein? Von der Struktur her würde das ja, glaube ich, Sinn machen, ne? Oder? Gravity is still OP. God damn, fuck. Oh, Leute. Gravity, wie habe ich dich vermisst? Wie habe ich dich vermisst, god damn. Ja, schrei du mich nicht an hier. Keine Zeit. Oh, meine Seelen sind hier. Okay. Hey, Buddy. Schreie nicht rum, Mensch. Verfolgen mich die anderen gar nicht? Nö. Cool.
So, dann noch du. Und du. Dann noch ihr beide. Au. Also jetzt zu Anfang kann man natürlich hier noch Hau drauf Phoenix spielen, ne? Eisenrundschild. Oh. Aber ich denke mal, das wird sich mit der Zeit geben, würde ich sagen. So, Eisenrundschild war das, ne? Jupp. Ich hoffe, es kommt jetzt keiner. Eisenrundschild, was hat das denn? Physisch 67. Meins hat 86. Meins ist besser. Meins ist besser. Oh, wie geil ist das denn? Leute, recht das Dicken im Menü drücken. Guck mal, dann könnt ihr noch beobachten, ob da ein Gegner kommt. Geil. Surprise, Motherfucker. Oh, da kommt sogar. Oh, da kommt sogar einer. Ich habe schon die ganze Zeit Schritte gehört, aber ich dachte mir so, wo ist der denn? Alright. So, können wir jetzt kurz das Rundschild lesen? Ich höre immer noch Schritte. Ja. Whatever. Machen wir fix. So, Eisenrundschild. Ein konventioneller kleiner Rundschild aus Metall. Kleine Schilde besitzen geringe Stabilität und Schadensminderung, eignen sich durch ihre Leichtigkeit aber gut zum Parieren. Fertigkeit, parieren. Alright. Ja, meins ist natürlich ein bisschen groß, aber es ist halt auch ein Parierschild und es hat, wie gesagt, 86 physisch Schadenreduktion. Ja, diesmal falle ich bitte richtig. Dankeschön. Oh, look at that. No. Ah, da kommen wir zum Item. Okay, nice. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass wir zu dem einen Typen da, zu diesem Skelett kommen. Goldenes Kiefernharz. Oh, goldenes Harz. OP. Ach ja, jetzt sind ja die wieder da, ne? Ups. Dann muss ich das nochmal schnell machen. Hello. Und danach lesen wir uns mal das Kiefernharz durch. Oh, Gott sei Dank habe ich den Backstab bekommen, ey. Und? Hm. Oh, kein Chainbaggy. Okay. Nice. Gut. Kiefernharz. Ja, fügt Waffe der rechten Hand Blitz hinzu. Seltenes Kiefernharz, das goldene Funken versprüht. Brocken sind sogar noch seltener. Brocken? Okay. Fügt der Waffe der rechten Hand vorübergehend Blitz hinzu. Der Ursprung ist unbekannt, doch wird spekuliert, dass dies eine Art Pilzharz sein könnte. Alright. ich würde mich ja gerne jetzt wieder, ja, wie nennt man das? Entkindeln, also die Glut herstellen, aber ich habe nur noch eine und ich möchte die jetzt nicht gerne verschwenden. Wisst ihr, wie ich meine? So, warte mal, jetzt habe ich das geklärt hier oben. Ah, gehen wir schon hier unten weiter? Runter ist immer schlimm und immer schlecht eigentlich. So, kann man hier runterrutschen? Oh yeah! Halten, B halten, okay, das muss ich mir merken. Oh, da liegt doch noch ein Item. Ey, ich höre die ganze Zeit Schritte, ne? Ist das normal, Alter? Egal, wo ich hingehe. Seele eines verlassenen Leidenden, oder was habe ich da gelesen? I don't know. Okay. Hey, Schildi, komm mal her hier. Oh, Motherfucker! Also das ist gegen die Schildjungs am besten. Hingehen, treten und dann den kritischen Hit einholzen. Oh, Holzschild, wo ich gerade Holzen sage. Sehr gut. Sehr gut. Ich denke mal, er kommt, oder? Ah, doch, er positioniert sich zum Schießen, die dumme Sau. Na, komm her, du dumme Sau. Ich will nicht alle anlocken. Komm du mal schön her. Bleibst du da? Er geht wieder zurück. Okay, dann haben wir ja Zeit, um uns das Holzschild anzusehen. Und zwar haben wir hier das Holzschild. Das ist auch aus dem ersten Teil. Hat auch sogar das gleiche Design, ne? Yep. Ich glaube, ja. Physisch 57, Magie 66. Das ist Magie schon nicht schlecht, ne? Magie ist schon echt nicht schlecht. Ein vertikal verlängerter, hölzerner Schild. Verziert mit einem weißen Drachen. Hölzerne Schilde sind leicht, handlich und bieten relativ hohen Schutz gegen Magieschaden. Ja, Fertigkeit parieren. Alright. Komm her, die schnappe ich jetzt. Komm, schnapp sie dir. Oh yeah. Ah, du hast die Kiste getroffen, du dumme Sau. Das sind ganz schön viele, ne? Gehen wir mal hier lang. Kann man sie hier andocken? Nee.
Oh. Was? Wie? Wo? Wer? Ah! What the shit? No! No! Oh Gott, das sind aber massig Gegner! Brutzelschnetzel! Heute gibt's geschnetzelt, ist meine lieben Freunde. Macht euch mal wieder bereit. Lecker, lecker geschnetzelt. Okay. What the hell? Hier ist alles on fire. Da kann ich doch jetzt nicht durch. Ja, beruhig dich. Grutzi, fix. Ich laufe definitiv unten lang. Oben. Oh Gott, ich verbrenne mich nicht? Nimm das mit. Hose eines, keine Ahnung. Lauf. Okay. Safe. Auch keine Gegner? Gut, safe. Wir haben jetzt irgendeine Hose bekommen, ne? Ja. So, Hose. Hose eines Deserteurs. Okay, ist die besser als meine? Nö. Nicht wirklich. Die gewöhnliche Hose eines Soldaten. Dieses dreckige, rostige Stück Metall ziemt sich nur noch eines Mitglieds der Diebeszunft. Okay, ich bin kein Dieb. Ich bin voll korrekt, Alter. Bin kein Abzieher. Alright. Oh mein Gott! Nein! Ich glaube, hier sollte ich noch nicht lang gehen, oder? Scheiße. Ich will jetzt aber nicht zurück. Aber her, Diggi. Aber her. Mach mal doch nass. Ich mach doch nass. Lusche, komm. Oh nein, sein Schild kann ich wohl nicht parieren. Ne? Lustig, tralalala. Außerdem. Nee, hoch will ich nicht, da saßen noch Gegner, das habe ich gesehen. Oh, er macht Weapon Stance, Alter. Oh fuck. Ich will noch nicht angreifen, solange ich noch nicht weiß, wie ich hier ein Opening habe. Fuck. Zum Beispiel wie gerade, das war ein Fehler. Muss mal ein. Lass mir was trinken. Dumme Sau. Oh, keine Ausdauer! Trink was. Here we go. Okay. No. Komm wieder runter. Wir tanzen die ganze Nacht. Oh! Wow. Aha. Das macht er gar nicht. No. Bleib mal flockig, Carl. Bleib flockig. Au. Backstab, yeah. Ich weiß zwar nicht, warum das jetzt ein Backstab war, aber whatever. Haben wir ihn? Yeah. Lothric Ritterrüstung. Wow. Schon gleich eine fette Rüstung. Erstmal einen Schluck trinken hier. Holy shit. Okay. Lothric Ritterrüstung. There we go. Oh, die ist auch ein bisschen besser als meine, ja. Die Rüstung eines gefeierten Ritters von Lothric. Dieser Mantel der Abgrenzung fällt fast schon auseinander. Der Ritter repräsentierte schon seit Urzeiten einer der drei Säulen und nimmt einen der Plätze neben den Lindwürmern als Symbol von Lothric ein. Okay, Lindwürmern. Nur jene, die über die Entschlossenheit solcher Ritter verfügen, sind stark genug, um so einen Gegenstand zu tragen. Okay, jetzt will ich mal was gucken, ob die... Oder gehen wir auf 30 hoch, aber wir haben auf jeden Fall schon mal hier ein bisschen mehr Widerstand, so wie es aussieht, ne? Ja. Balance ist auch besser, geht gleich über 3 Schritte hoch. Komm her. Setzen wir doch mal auf hier, die Kacke. Oh mein Gott. Ey, diesen Oberkörper, den ich gemacht habe, Alter, ich finde, der sieht in den Rüstungen echt ein bisschen heftig aus. Guckt euch mal den Kopf dazu an. Holy shit. God damn. Ich habe immer noch diesen hässlichen Helm, okay, ne. Mit diesem Helm will ich nicht spielen. Dann habe ich lieber noch diesen hässlichen kleinen Kopf. Na, dachte ich mir. Seele eines verlassenen Leichnams. Oh, du lebst doch auch noch. Auf Freilich. Ganz frei liegen bleiben, dankeschön. Und du. Okay, dieser Ritter hat mir natürlich schon echt ein Maß gegeben, ne? Das ist schon... Oh, das war ja klar, ne? Ich wette mit euch, dass man von da aus, von der Drachenseite aus kommt. 100 Pro. Na, das werden wir nochmal auschecken. Dann wahrscheinlich so einen Suicide Run machen oder so.
Aber erstmal bräuchte ich ein Leuchtfeuer. Erstmal bräuchte ich ein Leuchtfeuer.